Willkommen zum zweiten Spieltag der Gruppe. Ich weiß es gerade nicht mehr. Scheiße. B. Oder C. C Danke. war's. Okay, auf jeden Fall. Kolumbien gegen Elfmeküste, kommentiert von Pasche und mir, den Epic-Kofter. Hallo. Okay. Ja. Wer spielt den Regime? Also, Pasche spielt schönerweise Kolumbien und ich die Elfmeküste. Ja. Yep. So, was tippst du, ist es schönes? Okay, was hier wie schön ist. Ich würde sagen. Schwierige Entscheidung. Ich glaube, Das nach hat Kolumbien man. fehlt natürlich Okay. Elfenbeinküste, aber ich glaube. Hä? Was? Kolumbien fehlt Ja, das bist du, Alter. Elfenbeinküste fehlt. Was? Nein, also Kolumbien. Ich bin so behindert. Kolumbien fehlt natürlich Falcao, so habe ich den Satz jetzt endlich mal richtig. Aber die haben natürlich Ibarra vorne nicht. Die haben Victor. Jackson Martinez. Oh yeah. Deswegen glaube ich mal, die werden so 1-0 oder 1-1 spielen. Also Kolumbien, Okay. entweder gewinnen die 1-0 oder die spielen halt beide 1-1. Sogar eher gegen deine Aussage, ja. Ich bin für die Elfenbeinküste tatsächlich. Pinst du mir Leider. etwa den Rücken? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie gut beide sind, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Elfenbeinküste dann um einen Tick stärker ist. Ich sag einfach 1-0 für die Elfenbeinküste. Okay. Wenn ich einfach null Ahnung habe. Also jetzt nicht von Fußball, sondern einfach von beiden Mannschaften, weil ich die entweder Ja, zu ja, wenig ja. verfolgt habe oder keine Ich Ahnung. war. Null Spaß, Mama. Scheiße, Mama. Mama. Miau. Toro, Ture. Miau. Jojo. Nein, gar nicht wahr. Ja. Arthur Bucher rennt jetzt aus. Das Der kennen wir neue von ihm. Mann von Malaga. Das kennen wir natürlich von ihm. Den müsste Arthur Ex-Stuttgarter sein, Bucher. ne? Wenn Jetzt hier ein das. schicker Doppelpass. Jackson und Ja. Martinez. Jaxwune! Was mache ich? Nein, Mach nein, Scheiße. verdrückt. Ein Kopa, der macht den Kopf. Und saved die ganze Situation, ja, das ist. Herrscht für Ordnung. Er herrscht für Ordnung, richtig. Nein. Oh nein. Ah, schade, Wo Mann. ist Schlockbar eigentlich? Nehmen wir ihn Weiß ich nochmal. nicht. Wow! Der ist vorne irgendwo. Da, echt? Da, Anderson, ja. Okay. Ach ja, da war glaube ich gerade. Da ist er. Da sehe ich ihn, die Nummer 11, Drogba. GG. I love you. Dieter! Tita. Ja, das ist das schöne Champions League-Finale damals. Da ist er! Oh, Dieter hat den Ball nicht genommen, Alter. Ein schöner Kopfball und dann noch der Elfmeter. Klasse einfach. Naja, das war schon ein schöner Abschluss. Ey. Guardado kann sich hier durchsetzen mit seinem 1,50 großen Körper. Ich glaube, Rodriguez. der ist 1,60 oder so. Nein. Ja, Los, James! das war jetzt aber klar, dass das so passiert. James! Doppelpassier und zweck damit. Oh. Ja. Guarin, Tricksen! Ja! Und der. Die Bullerei, die sorgt wieder für Ordnung. Oh yeah. Und Und weiß nicht Quadrado. wohin. Nie da. Mit Doppelpass hier wieder von Quadrado. Quadrado. Schießt den eigenen Mann an. Oh yeah. Mann, was soll das? Dieser. Ach, schöner Einsatz hier. Hier können sie sich nicht durchsetzen, die Kolumbianer. Mann, Mann, Mann. Oh lol. Ups. Oh yeah, guter Rechtsverteidiger auch nicht, glaube ich. Ah, Ach, schade. schlechter Pass. Verrückter Fan. Ja! Oh, Alter! Was für schade. ein Goalie, Schade, schade, Digga! schade. Aber ein guter Schuss. Schade, Hätte schade, sogar gefährlich Schokolade. werden können. Er wollte ja nochmal in der Wiederholung anfangen. Schade, schade, Schokolade. Wie viele siehst du hier? Der ganze Tafel Schokolade sehe ich hier. Nein! Nein! Der Und zu Drogba, Recht da ist er! behandelt! Ich glaube, der Dieter! Foul! Was war das denn für ein Header? Dieter Alter, den hat er macht's! aber reingedrückt, Da musst du die mal angucken, Alter, ohne Scheiß. Na, Scheiß, wir gucken uns das Ganze hier nochmal an. Die Ecke von, ich glaube, das war Touré, bin mir nicht sicher, aber ne, muss nicht unbedingt sein. Guck mal, den lupft er sich Dieter wieder hoch kriegt. mit dem Kopf und dann drückt er ihn ja noch einfach Dieter volle denkt Kanone sich. rein. Dieter denkt sich, mein Ball, drin. Alter, mein Goalie macht nichts, okay? 1-0 für Elfmeinküste. Das 1-0 für die Elfenbeinküste, ob das in
Vielleicht gibt es nachher, also nach dem Spiel, wenn sie gewonnen haben, vielleicht eine Packung Schokobons oder so. Fehler von Zapata. Oder einfach weiße Schokolade, weil die eh besser schmeckt. Fair Trade, sagst du? Nein! 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 Und da macht Dumbia das 2-0. Oh Gott. Der ist ja abgeschossen. What the fuck, Kolumbien? I'm a Robo Chocolate. Kind, lassen wir das mal. Oh ja, wir hören glaube ich einfach mal auf damit. Ja, das ist nicht gut, aber 2-0-11 bei Küsse, ob das jetzt verdient geht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich find's James gut. Jackson. Macht's nicht. Oh Gott. Toller Schuss, Cuadrado, auf jeden Fall nicht. Ups, mein Controller fast aus der Hand geflogen. Die Ein-Mann-Sense haben wir gerade gefunden, ja. Oh yeah. Das ist, ich weiß, komm. Ja. Nein, nicht abschieben. Oh, Gott. Halbzeit, okay. Nee. What the fuck? Übelster Fehler von mir eigentlich, weil ich muss mich gerade weg. Lol. Was denn jetzt? Abseits. Hä? Mann, abseits. Guck dir das mal an. Der ist nicht mal wirklich zum Ball gegangen. Das ist ja halt zu lächerlich. Ach, Herr Schiedsrichter, wenn er so eine Pfeife da lappt. Willst du eine Schokolade? Nein, ehrlich. Da ist so Papier drauf, Geld drauf. kennst du diese Münze, diese Esteban! Schokomünzen, lol. Diese Schokomünzen, ne? Sagst du, die ja, kriegt der? Klar. Okay, nee, ohne Scheiß, ich glaube, wir sollten jetzt echt mal damit aufhören. Ja, also. Vielleicht können wir einfach ein ganz anderes Thema ansteuern. Hast richtig. Du gehört, was Haribo Massa gesagt hat nach seinem Unfall gegen Perez? Oh, lol. An die Latte. Lol. Nein, das weiß ich nicht. Er hat einfach mal gesagt, Perez muss mehr lernen. Er meinte, er kann nicht so Learning kann nicht by sein, doing. Dass er bremst und dabei jemanden abschießt. Learning by doing. Okay, leichte Vorteile vielleicht für dich, weil du auch 2 Tore geschossen hast. Aber dafür hast du mehr Ballbesitz, wie ich gerade gesehen habe. Ja, aber das bringt mir nichts, genauso wie Bayern. Richtig. Das bringt denen einfach nichts. Oder wie damals Barca. Oh ja. Egal, zweite Halbzeit, weiter geht's. Kolumbien darf ich nicht aufgeben, nicht verzagen, Pascal fragen. Okay, das ist ein schöner Ratschlag von unserem netten Pasche, weißt du mit was? DSTB, so nett habe ich auch nicht. Ja, okay, so werde ich dich aber nicht mehr nennen. Das war hart geskillt hier. War echt hart geskillt. Jetzt der lange Ball. Esteban! Der kommt an. Nein, Esteban! Der nimmt den einfach... Oh, Gutierrez! Ist echt Gutierrez! Er hat einfach echt Gutierrez, ey, lol, Mann. Jetzt kann ich wieder nicht klar, weil ich gelacht habe, ey. Scheiße. Los, James! Oh Gott. Was war das denn? Gutierrez stand wieder einsatzbereit. Gutierrez stand? Ah, das passt ja zu, das passt ja zu seiner Formel 1 Karriere. Er stand einfach nur. Einschlagbereit stand er. Oh. Das müssen wir dann eigentlich zu Tornado sagen. Er stand einschlagbereit. Oh, ja. Lauf, Amiro! Oh mein Gott. Nein! Oh, ja! Nice. Richtig geile Kontaktion. Oh, no. Ja, so natürlich nicht. Oh, Yolo Touré gerade mit einem leichten Foul finden. Mach ich jetzt Cuadrado! Und den macht Cuadrado! Oh. Der Fuss muss mit... Aha. Michael Jackson, sagst du? It's my shit. Leute, warum tanzt er auf einmal? 2-1. Vielleicht ist das ja auch neu im Creation Center, was ihr einfach runterladen könnt. Auf ea.com/irgendwas. Komm! Okay, der Serge cool. Setzt sich da voll durch. Der ist Gnabry? Nee, auch nein! Oh, nein! Nein! Oh, der ist er daneben! Schade, der Dubia dort das Ding daneben. Mit dem Kopf. Knappe Sache. Knappe Sache. Ich glaube. Kolumbien versucht dran zu kommen. Halbe Stunde haben sie noch. Vielleicht ja, bei der Auslösung. Kolumbien darf man ehrlich gesagt auch nicht unterschätzen. Eigentlich nicht, nein. Gut, Falcao fällt aus, aber. Die sind trotzdem eine starke Mannschaft. Das ist genauso wie mit Elfmeerküste. Die haben Drogba vorne. Ja, die haben Drogba vorne. Und Dumbia. Und Lakita Traoré. Und wow. Und Kolo Touré. Und Yaya Touré. Kolo. Und den Torwart, der glaube ich schon Bamba. Und Jan Bamba. Den Bamba.
Bamba Anderson? Nee, Bamba. Nee, Bamba Anderson ist der Ding jetzt. Der ist Brasilianer. Und ein Bomber, ein Bombeliger. Boah, schick gemacht hier von Zuniga. Gutierrez! Das passt zu seinem Formel 1-Stil, ohne Scheiß. Alter, Esteban Gutierrez. Dem muss man eigentlich... Ich guck nachher echt mal, wie der wirklich heißt. Das wäre echt witzig, wenn er wirklich Esteban heißt. Aber ich glaube, das wird Was macht der denn? Das Tor ist so gut wie frei. Nur noch der Torwart. Kein Verteidiger weit und breit. Und was macht er? Knallt das Ding einfach fast ins Aus. Also fast ins Seiten aus. Nein. Keiner rennt daher. Das gibt's doch nicht. Der Aurier ist natürlich stark. Aber Kolumbien kann klären. Oh, stark, Leute, wie er den einfach mal mitnimmt. Oh Gott. Das passt eben zu Esteban gerade. Oh ja. Esteban, Esteban. Nur Esteban hätte ihn gerade machen müssen. Nein, Esteban, der Hauptsache er bringt ihn irgendwie aufs Tor, aber das hat oh, auch nicht geschafft. Jetzt hab ich echt eine Verletzte. Are you fucking kidding me, man? Nein! Oh! Nein! Und da kommt die Flagge zu tief. Das ist echt nicht dein Ernst. So tief. So tief. Jetzt steck durch! Oh ja, Quadrado, mein Gott, Quadrado, dann kriegt er den noch. Quadrado! Ja, das war eigentlich klar. Da hat er noch. Moonwalk, dazu muss man aber eigentlich auch sagen, da hat er noch. Das war gut gemacht von dem, wenn das Kolumbianer, war. Der davor mit der Vorlage. Ich glaube, es war Jackson Martinez. Ja, das war gut gemacht. Und dann zack. Eine Vorlage auf jeden Fall. Jetzt wird hier nochmal heiße Partie 2-2. Kolumbien ausgeglichen. Und wieder Elfmeterküste. Oh, Ospina. Fast da zum gegnerischen Stürmer. Und jetzt ist er beim gegnerischen Stürmer. Pogba kann aber nichts draus machen. Boah, zu Liga jetzt. Komm. Nein! Oh lol! Fall, der ist noch drin. Der war eigentlich draußen. Oh, Alter, was für ein Schuss gerade. Ich glaube, Guarin war das. Der kam, glaube ich, an den Pfosten und dann war der irgendwie im Aus, erzählte irgendwie doch nicht. Krasser Schuss. Da wäre auch einen guten Schuss, nicht James. Nein! Er kommt zurück! Ja! Alter, das ist keine. Theo Gutierrez! Juhu! Theo! Er ist Theo! Oh mein Gott! Lass dich abkreisen! Lass dich in den Kreisen! Lol! Ey, was für eine Sache hier! Da zack mich reingemacht und dann. Esteban! Theo, natürlich. Handspiel immer. Hätte er ja eigentlich schon. Aber man muss doch vorher sagen, der Ball war erstens im Aus, das hätte eigentlich gar nicht. Ja, ist so. Also eigentlich eine ganz gute Sache hier, dass wir vielleicht noch eine Strafe für den Schiedsrichter geben. fünf Plätze. Wird das vielleicht vors Landgericht ziehen. fünf Plätze, sagst du? Ja. Oder stop and go. Drive in. Drive by Makers. Nein. Oh, jetzt wird die Elfmeterküste vielleicht sogar noch abgeschossen. 2 Minuten gibt's drauf. Oh, Entschuldigung. Elfmeterküste, ja, Hackespitze 1, 2, 3. Piri. Dann denkt sich so, nö. Ja, genau. Fuck. Und was? Ja, gut, okay, dann so. Das kann nicht sein. Aber 3, 2. Ja, Esteban hat hier das entscheidende Tor gemacht. Esteban. Starke Leistung auf jeden Fall. Also, ja. Bleibt. Sowas wie als würde er auf dem Podium stehen, also eigentlich überhaupt nicht realistisch. Ja. Out of line. Ciao.